In den Ding? In den roten rein. Roten? Ja, in den, wie heißt's? Ich Hinterpenne. Weiß nicht. In den. Genau! Warte mal, den hänge ich jetzt mal an, dann bin ich jetzt gespannt, wie voll der ist. Oh, Realismus. Ja, sorry, dass ich dich überfahren habe. Geht's noch? Das kann doch nicht alles sein. Doch. 6300. Ja. Was ist denn das für ein Feld? Das ist ja absolut schlechtheitsrelevant. Das ist ja untermenschlich. Ja, also was soll ich jetzt tun? Ja, schlecht sein erstmal, dich drüber aufregen, wieso wir nur... Es ist nicht mal ein Hänger voll. Das, okay, das Feld ist aber wirklich klein. Also gleich nächstes Feld. Florian, der eiserne Arbeiter. Nee, ich geh jetzt auf. Nein. Doch, sicher. Nee, noch nicht. Doch? Nee. Jetzt zocken wir eh schon seit 7:30. Nee, 7:30. Was nee, ist halb ja, acht, also wir probieren jetzt nicht. Noch... Wir machen jetzt, ich sage, wir fahren noch ein Feld an. Nein. Das Feld? Lasst mich doch mal, Leute, hört euch das an, der foltert mich, er lässt mich einfach nicht gehen. Ich will doch einfach nur ins Licht. Das Feld? Nein. Nummer? 9. 64? Nee, 31. 9. 31, das ist Hanf? Nee, nicht. Doch nicht. Nee, 431, das wäre super, 31, das ist weiter hinten. Nein. Doch, versuch wenigstens den Mähdrescher noch hinzumachen. Doch, klar. Nein. Ja, wie immer. Warum musst du mich immer so foltern, hä? Ja. Das machst du auch mit Absicht, gell? Wo ist denn 31 überhaupt? Alter, da unten. Wo mir der Hänger umfällt. Da unten. Unten siehst du es noch. Unter 16. Unter 7. Aber wir waren ja gar nicht beim... Nee. Du fährst zu 7. Was hatten wir jetzt gerade für ein Feld? 11. Oh, ich bin so dumm, ich dachte, wir machen 7. Dachte, das kann doch nicht schon sein. Alle deswegen, Mann. Ja, 7 natürlich, verdammte Scheiße. Ist das schon? Ja, das ist auch Raps. 7 dann. 7, ne? Junge. Tut mir leid, dass ich dich so angelogen habe. Ist ein Depp. Das war Absicht, reine Absicht. Sieht ein bisschen schwarz aus, wie Schwarzkaffee. Wie sieht denn der aus? Im Headset. Sieht ja bescheuert aus. Naja, gut. Also du findest hin zum 7er? Ja. Wo ist das überhaupt? Da vorne? Da muss ich jetzt mich auch dran richten, wie viel... Wo. Jetzt bekomme ich wieder voll FPS, also nur die Nacht schluckt zu viel Grafik, es kann sein. Darker Knight, ja, es kann schon sein, dass sie noch zusätzlich verschluckt. Auf geht's, meine Freunde, auf geht's! Ja, ich bin jetzt auf, würde ich sagen. Fend is on the way. Auf! Auf dem Feld zum 7, das war's dann auch, da stellen wir die Fahrzeuge ab. Weiter labert, das ist so geil. Zum 7er, da wartet Flo, da stellen wir ab. Und ich fahr... Noch kurz die eine Seite runter, das dauert noch 20 Sekunden und dann kann Flo sich seinen Traum erfüllen. Hey, warum ist mein Schneidwerk nicht mehr da? Wieso, wo soll's denn sein? Keine Ahnung, das ist nicht mehr hinten da auf dem Anhänger drauf. Was? Ja, ist so. Hammer! Nicht dein Ernst! Doch! Hast du es irgendwo? Hin? Das würde mich jetzt interessieren, wo das hin ist. Super, durch den hohen Rab sieht man fast nichts. Bist du durchs Feld gefahren oder wie? Ja, Realismus. Das gibt's ja nicht, wo ist denn das hin? Der Junge fasziniert mich immer wieder. Also ich bin von da gekommen. Also! Wo soll denn das sein denn überhaupt? Da ist es! Wo denn? Im Feld! Bei Feld gegenüber von 11. Eigentlich fast beim Hof, ja. Wie kommt es da hin? Wo denn? Ja, da. Hä? Alter, was macht denn das da hinten? Da bist du eh. Wie kommt es da hin? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Fällt mir schon wieder nichts mehr ein. Nichts mehr fällt mir da schon wieder ein. Das gibt's gar nicht. Gern 78%, gleich bekommen die Kühe was zu futtern. Das heißt gleich morgen. Da
Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja wirklich der reine Unsinn. Wahnsinn. Übrigens, hast du mal Alarm für Cobra 11 gespielt? Nee. Da gab es die Brauereifirma Hacke und Dicht. Echt? Ja. Oder die Baufirma Reiner Unsinn. Geile Sache, echt. Ja, ja, das war so mein erstes Suchtgame, mein erstes Spiel überhaupt, so die Alarm für Cobra 11 Reihe. Das habe ich gesuchtet bis zum Tod. Damals dachte ich, was Besseres gibt's gar nicht. Weit gefehlt, mein junger Padawan. Ja, du kennst doch die Zeiten auch noch, bei denen man dachte, ach komm, das Spiel ist genial, hat mir Arnold auch schon seine Geschichten erzählt, da dachte er auch, also besser kann es ja gar nicht mehr gehen, die alten Zeiten, also da dachte man noch, San Andreas sieht gut aus. Ich kann kotzen bei dem Spiel, echt. Ja, was dachten sich dann die Leute bei Tetris? Ja, geile Grafik. Na, ich habe auch keine Ahnung, das ist schon heftig, muss ich sagen, das ist wirklich heftig. Jetzt habe ich da was ausgelassen, da ich einfach nicht fahren kann. Ich habe es einfach nicht drauf. Tut mir leid. Und ich sehe schon, der Florian ist still. Das heißt, er drischt. Eigentlich nicht. Nicht? Ich muss das Schneidwerk nochmal zurückholen. Hast du nicht mal angehängt? Ja, ich häng's doch gerade an, Junge. Dauert ja extrem lange. Ja, ich habe die Kühe. Ich war gerade zu motiviert, den Kühen zuzuschauen. Ach so. Hat ja eigentlich Euter geschüttelt, oder? Ja. Ah. Die hat ein schönes Euter. Glaube ich dir. Hallo, ich fahre dich jetzt um. Ist ich? Tot. Nee, die Kuh. So. Ich habe Schneidwerk eingeschaltet und fahre die ganze Kuh zusammen. Ach so, ich dachte, du fährst mich zusammen. Alter, was habe ich denn da ausgelassen? Da war aber da war jemand anders am Steuer. Das war nicht ich. Ja, ja. Nee, da. Ja, ja. Kann nicht ich gewesen sein. Das geht ja, gar nicht. Ja. Schafft ihr es 14? Hm? Bitte? Ich weiß es auch nicht. Nee. Das war gerade nur so ein Test, aber du kennst es nicht. Fast schon. Schon okay, ich dachte, du kennst es. Ich habe dich nicht mal verstanden, was du sagst. Schafft ihr es 14? Nee. Gut. Na, die passt schon. Nur mal so eine Testfrage. Könnte ja sein, aber nee, kennst es auch nicht. Apropos, ja, ich wollte vorher noch was zu King of Queens sagen. Da sagst du ja auch, die Serie ist eigentlich geil. Und ich filme ja vielleicht doch wieder alle Folgen von. Damit ich so langweilig ist, weiß ich nicht, was ich den ganzen Tag tun soll. Es sind wie viele Folgen? 27? Keine Ahnung. Früher habe ich es auf Dauer langweilig gefunden. Da habe ich mal, klar, habe ich mal geguckt, aber nach mehr Folgen fand ich es langweilig. Aber ich glaube, jetzt ist es. Du findest es auch geil eigentlich, gell? Ja. Ich habe halt immer die alten Folgen geguckt. Wann haben die aufgehört? Schon 2009 oder 10, gell? Irgend sowas. Die sehen halt natürlich dann ganz viel moderner aus, aber ich will schon die ersten gucken. Die waren dann schon 90er, also die frühen 90er schon. Also Junge, dann beenden wir mal die Aufnahme. Ja, aber die Serie hat mich wirklich geprägt, das wollte ich noch loswerden. Mich auch. Also King of Queens, was ist eigentlich deine Lieblingsserie so? Scrubs. Echt? Ja, Scrubs, How I Met Your Mother. Ja gut, das gucke ich halt, ich guck's halt selten. Ich also Two and a Half mir nicht mehr, seitdem Charlie Sheen nicht mehr dabei ist. Seitdem finde ich es schwul. Genauso wie bei Scrubs, wie da wo JD nicht mehr dabei war. Was? War nicht dabei? Ja, nee, ab Staffel, keine Ahnung, ab Staffel 9 oder so war nicht mehr dabei. Sind es die 9 dann oder wie? Ja, es gibt ja 9, da ist JD nur noch so ein paar Mal dabei und dann ist er gar nicht mehr dabei. Das ist ja schlecht. Was war da noch so eine Serie? Genau, Supernatural habe ich manchmal geguckt, ja. Früher noch. Früher war vor zwei Monaten? Nein, da gibt es ja auch schon die vierte Staffel oder so. Es hat ja mal angefangen, dass es um 7:45 kommt, die erste Staffel, dann die zweite Staffel ist um 8:45 gekommen, die dritte Staffel ist um 9:50 gekommen und dann die vierte, glaube ich, um 10:50. Und wie sieht es bei dir aus mit Walking Dead? Nee. Was? Breaking Bad. Ich bin Breaking Bad, Alter, Junge. Was, The Walking Dead? Echt? Guckst du das nicht? Ich dachte, das guckst du. Ich hab's nur mal ein bisschen angeguckt, aber Breaking Bad fesselt mich mehr als Walking Dead. Alter, also Arnold würde dir schon fast in die Gurgel gehen. Ich find's zumindest auch schon mega geil, dass die einfach gesagt haben, sie hören nach der fünften Staffel auf oder nach der vierten. Wer? Weil sie einfach, ja, Breaking Bad. Weil es schlecht ist. Nein, sie haben den Höhepunkt, der Regisseur hat gesagt, das, was er erzählen wollte von seiner Geschichte, wurde erzählt.
und sie wollen nicht mehr unnötig Geld machen und die Story nochmal so umkrempeln, dass scheiße wird, so wie, mal, so wie sau viele andere Serien, haben sie gesagt, am Höhepunkt der Serie hören sie auf. Ja, aber ob sie das dann wirklich tun, ist halt die andere Frage. Wenn er es gesagt hat, ist ja schön und gut, aber ob sie es dann tun, vielleicht werden sie... Bis jetzt gibt es ja nichts mehr. Vielleicht zwingen sie dazu, dass sie weitermachen. Aber The Walking Dead, das wird echt, also... Da hat sich null verändert an der Spannung, also wirklich, am Freitag kommt wieder der nächste, da ist jeden Freitag ist bei uns fester Treffpunkt, Arnie kommt vorbei und wir gucken zu zweit auf Fox, also wenn du im Krankenhaus bist, hä? Hm? Wenn du dann im Krankenhaus bist? Ja, nehme ich meinen Receiver mit. Dein Fernseher? Kommt Arnie auch mit. Scheiße, dann kann das die Woche gar nicht gucken, das ist ja schlimm, ja. Nee, weil da läuft gar nicht mehr Walking Dead, läuft nur noch 2 Wochen, dann sind wieder 8 Staffeln rum. Es geht so schnell, ich weiß noch, als die erste angefangen hat, wir haben uns übrigens gefreut, jetzt ist schon wieder die 6. oder so. Jetzt kommt dann die 6. glaube ich, oder die... die 7. kommt jetzt dann. Und dann, in der letzten Woche, wo ich noch da bin, wo wir eigentlich feiern wollten, oder wollen, weiß ich nicht, ist dann die 8. die letzte. Das ist dann immer so traurig, weil alles zu Ende ist und es ist immer so spannend, dann darfst du wieder ein halbes Jahr fast warten, bis März oder so. Haha. Wie bei Formel 1 auch. Haha. Aber ich hoffe, da also darum beende jetzt die Aufnahme, Junge. Ich will jetzt, will mich jetzt ins Bett hauen, ein bisschen chillen vor dem Fernseher, ein bisschen verblöden. Ja. Meine Serien anschauen, passt. Das also, ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich werde mir jetzt noch ein paar interessante Videos angucken zum Thema Euro. Schlecht sein. Euro und so weiter. Also also ein paar Themen, die nicht verblöden, sondern die bilden, also gut. Ja, Traktor ist abgeschaltet. Was gucken wir hier noch? Motor abschalten, sowas geht gar nicht. Tschüss. Bin ich auch. Wunderbar. Also meine Freunde. Danke, wir kommen wieder, keine Frage. So sieht's aus. Ich hoffe, ich habe die Folgen gefallen. Es geht natürlich gleich wieder weiter. Das war halt die erste Aufnahmesession, sage ich mal. Wenn es gefallen hat, liken, favorisieren, teilen, abonnieren. Ihr wisst, wie es läuft. Kommentare, wie gesagt, wenn ihr mitspielen wollt, hauen wir euch die Informationen rein. Kritik gerne erwünscht, auch negativ. Ist halt scheiße, so wissen wir natürlich. Deswegen machen wir die ganze Kacke natürlich auch. Also gut, macht's gut. Bis dahin. Servus. Servus.